Ich arbeite schon sehr lange hier am Mana-Schrein, so dass ich inzwischen spüre, wenn das Mana durch die Präsenz von Elex verunreinigt wird. Ich spüre es, wenn zum Beispiel jemand mit einem Meteorsplitter voller Elex am Mana-Schrein entlang geht. Die Präsenz von Elex zu spüren, fällt mir leichter, wenn viel Mana um mich herum ist. Dann wird das Feld eindeutiger verzerrt. Es gibt Probleme bei der Elex-Umwandlung? Ja, es verschwinden leider immer mal wieder Elex-Pakete. Diese Elex-Pakete sind eigentlich zur Umwandlung am Mana-Schrein in Mana gedacht. Letzte Woche sind schon wieder 5 Pakete verschwunden. Und zusammen mit dem Elex auch eine unserer Wachen. Sein Name ist Kral. Kral? Okay. Liegt natürlich auf der Hand oder ist naheliegend zu vermuten, dass der da vielleicht auch das gestohlen hat. Tür ins Haus fallen, weiß ich nicht. Wofür braucht jemand das? Ich frag einfach mal. Hat Kral das Elex gestohlen? Ich vermute, dass Kral der Dieb ist. Aber sicher bin ich mir nicht. Ich kann hier nicht weg. Ich bräuchte eigentlich jemanden, der nach ihm sucht. Wir kriegen eine Quest. Genau. Was bekomme ich dafür, wenn ich dir helfe? Mal sehen, vielleicht höre ich was. Ich werde den Kral für dich finden. Erstmal noch Preis. Was bekomme ich dafür, wenn ich dir helfe? Meine Stimme hat hier in der Stadt großes Gewicht. Ich kann also ein gutes Wort für dich einlegen, falls du dich uns anschließen möchtest. Aber das ist nicht alles. Wenn du willst, kann ich dir Elixit geben. Hier fallen immer mal wieder einige Splitter ab. Bei der Umwandlung von Elex in Mana gibt es immer ein bisschen Schwund. Und von diesem Schwund könnte ich dich ordentlich entlohnen. Also, wirst du mir helfen? Klar, der läuft da durch mit seiner Kiste. Ja, fallen immer ein paar Splitter ab. Ist krass von LKW gefallen, oder was? Ja, bitte auch bei hier den Berserkern, Mana, Waldfreunden der Natur. Das ist genau dasselbe hier. So, mal sehen. Den Elex-Dieb für dich finden. Ja, das mal sehen ist so unverbindlich, ne? Aber das ist mir so zu ver... nehme einfach mal ich das. Ich werde den Elex-Dieb Kral für dich finden. Wirklich? Nun, das wäre großartig. Vielleicht solltest du noch wissen, wo er sich häufig aufgehalten hat. Danke. Als Wache vom Clan der Nebelkrähen hatte er freien Zutritt zu allen Bereichen hier in Goliath. Ich weiß zufällig, dass er sich häufig auf den Balkonen oben im Haupthaus herumgetrieben hat. Er hat mir mal erzählt, dass er öfter die Aussicht da oben genießt. Vielleicht findest du dort ja etwas. Mission, Elex für den Mana-Schrein. Gut, und sonst so? Was macht Mana? Ihr mit dem Mana? Unser Mana ist alles. Es ist das Leben selbst. Durch Mana sind wir in der Lage, mächtige Magie zu wirken. Kein anderer Mensch auf Magalan kann sich mit uns messen. Ich kann Wenn geile Kartricks. Wenn man uns nicht kennt, mag man denken, dass wir schwach sind, vielleicht sogar zurückgeblieben, aber da liegen sie falsch. Durch das Mana können wir stärker und mächtiger werden als jede Maschine, die die Alps uns entgegensetzen. Aber es macht uns nicht nur stark, es bringt auch die Welt zum Erblühen. Sieh dich um. All das ist das Werk unserer Weltenherzen. Also da muss man sagen, das ist eine gute Sache. Also, dass die natürlich wieder von sich überzeugt sind und alle anderen Leute oder Fraktionen nicht mögen, okay, aber dass die Umwelt in Anführungszeichen so Terraform machen, das ist eine gute Sache. Also, kann man schon mal eher so aufs Pluskonto setzen. Weltenherzen? Du bist wissbegierig. Das ist gut. Ja. Unsere Weltenherzen sind Pflanzen, die mit Mana angereichert sind. Sie allein schaffen es, zerstörtes Land wieder zum Erblühen zu bringen. Ganz Edan ist somit das Ergebnis harter Arbeit. Gib mir Mana für reines Elex, zeig mir deine Waren. Zeig mir deine Ware. Das heißt, ich könnte Elex in Mana bei dem umwandeln, wenn ich Berserker... Wäre. Anleitung, Amulett des Kämpfers, Anleitung.
jede Menge Anleitungen. Was uns aber erstmal, so wie ich das sehe, nichts bringt. Verkaufen will ich auch nichts, weil ich nicht weiß, was ich brauche, was ich nicht brauche. Wir gehen mal rein. Ah! Das ist das, wo man reinfallen soll. Ich würde es so gerne ausprobieren. Du hast dem Kackdreis gesagt, dass du ein Alp bist. Das interessiert mich mal. Was hat er denn dann gesagt? Das finde ich gut, dass es auch mal Leute gibt, die dann nur andere. Oder also generell. Ich meine, es gibt ja hier. Nehmen verboten, Mana. Nehmen verboten, Anleitung. Aber jetzt guckt doch keiner. Jetzt mal Frage, ohne Witz. Kann ich jetzt klauen oder nicht? Nee, falsch. Ich probiere es mal aus. Ich will es ausprobieren. Spielstand, den hatten wir, ne? Ja. Der alte Spielstand geht verloren. Man muss sich hier vielleicht auch mal ein paar Spielstände wirklich aufheben, wenn man so in der Mitte einer Geschichte oder wenn man so in der Mitte ist, um dann, wenn man das vielleicht nochmal spielt, nicht von Anfang an alles nochmal spielen zu müssen. Um dann aber einen anderen Weg zu nehmen. Vor allen Dingen, ich hätte Interesse, wenn ich das mal probieren möchte, an einer Anleitung. Mich sieht doch hier keiner. Oh. Lalala. Schnell alles mitnehmen. Mieser Dieb. Ha! Wer hat mich jetzt? Nein! Nein! Okay, wir probieren mal was aus. Guck mal hier. Alle hopp! Wollte ich auch mal ausprobieren. Oh. Das geht aber. Ach, ein schönes Bad. Ende. Ah. Gut, dann nehmen wir nur die Anleitung, wenn wir können. Nochmal schnell. Goldener Kelch. Gehen wir schnell raus. Ich hab nur kurz. Lalalala. Gut. Das kannst du bestimmt auch auf die Spitze treiben mit dem. Will ich da überhaupt hoch? Mit dem Clown, in Anführungszeichen. Laden, speichern, speichern, laden, probieren. Aber das ist ja langweilig. Aber so eine Anleitung, so ein Rezeptbuch, bestimmt nicht verkehrt. Bestimmt nicht verkehrt. Wie heißt das immer so schön bei was war, Asterix und Cleopatra? Von hier oben, du hier? Eine wunderbare Aussicht haben. Ach so, hier macht ihr das? Und hier ist dann... Ah, und hier sind dann die Splitter. Alles klar. Und du bist... Hast du einen Namen? Heiler. Nein, du hast keinen Namen. Du bist nur ein normaler NPC. Mit denen rede ich doch nicht. Das ist eine Verschwindibuskiste. Das hier ist privat. Jo, das ist privat. Ganz geiler Zaubertrick. Mit der Kiste. Oh. Sodele. Okay. Gut. Danach müssen wir uns mal entscheiden, was für eine Quest wir dann angehen. So, wow, wir sind nach wie vor, wir sind von da oben gekommen. Puh. Berker. So,
So einen richtigen Rüstungsschmied hat man, glaube ich, noch nicht gesehen. Ich lauf mal her, oder? Oh, das sieht auch hochherrschaftlich aus, mit zwei Wachen davor. Das hier Vogelscheuchen. Oder soll eine Zielscheibe darstellen. Was ist hier? Wow, das ist schön. Oh, guck mal hier. Das ist schön gemacht. Ich liebe solche Details. Dass man einfach nicht hier einfach den Fluss hat, sondern es ist richtig schön zum Stauen hier auch möglich gemacht. Das gefällt mir. Das ist schick. Geht's hier lang? Ach ja. Viele Wege führen nach oben oder unten. Oh, die Pfeile kann ich aber nehmen. Pardon. Nehmen wir es mit. Mal gucken, was der sagt. Oh, lass mich in Ruhe, ich habe zu tun. Keine Zeit. Hakon. Hakon der Hakone. Aus welcher Serie, welcher Film, welchem Buch? Ah, schon wieder ein neues Gesicht in der Stadt. Auf der Flucht vor diesen von Elex mutierten Alps? Ja. Ich sag dir, es wird langsam Zeit, sie auszurotten, wenn du mich fragst. Der ist relativ... Ich bin ein Alp. Oh, kann ich nicht einfach sowas... Da kann ich nur zustimmen. Ich bin ein Alp. Du redest von Völkermord. Du redest von Völkermord. Weißt du, in einer Welt, wo sich alle bekriegen und sich gegenseitig abschlachten, dann einzumachen. Oh, lalalala, das passt nicht. Ich bin ein Alp. Wahrscheinlich lacht er dann. Da kann ich nur zustimmen. Was ich jetzt auch nehme, es ist verkehrt. Weißt du was, wir hatten ja eh vorhin gespeichert. Aber ich sag mal, hier, komm, ich bin Alp. Mal gucken, wie er reagiert. Ich will's einfach mal feststellen. Ich bin ein Alp. Was bist du? Moment mal. Jetzt erkenne ich es. Du gehörst tatsächlich zu dieser abartigen Brut. Ein Alp in unserer Stadt? Dir reiß ich den Schädel ab. Komm her! Dich, Arschloch, hol ich mir! Oh, ja! Ah, sehr schön. Ende. Ja, okay, gut. Dem hätte ich es doch nicht sagen sollen. Da habe ich mir gedacht, oh, mache ich das mal so wie der Schrümmel, der hat auf jemanden auch erzählt, ich probiere es mal aus. Ah, was hast du davon? Oh, lalala. Lol, bei dem habe ich es nicht gesagt. Es war auch besser so, Schrümmel. Oh, darf ich hier rein? Klau hier ja nichts. Nein, mach ich nicht. Ich hab noch nie was geklaut. Ah, schon wieder ein neues Gesicht in der Stadt. Ja, ja. Kann man das überspringen? Ich sag dir, es wird lang. Ja, also mit B wohl. Okay. Ja, klar. Alle umbringen. Klar, logisch, ne? Yeah. Da kann ich nur zustimmen. Was auch sonst? Kälte diese gesungen. Verdammten Bastarde bauen ihre Konverter in unser Land. Sie verschlüpfen unseren Boden. Nein. Sie töten unsere Leute. Schlimm. Es ist an der Zeit, dass die Nebelkrähen ausrücken, um zurückzuschlagen. Zwei Erbsen da oben im Kopf. Du bist offenbar ein ganz spezieller Freund der Alps. Wieso, hast du ja... Bring mir etwas bei. Du bist offenbar ein ganz spezieller Freund der Alps. Wundert dich das? Die verdammten Blasshäute haben erst vor kurzem einige meiner Nebelkrähen überfallen. Sie haben sie alle umgebracht. Keiner meiner Männer hat den Angriff überlebt. Und jetzt muss ich zusehen, wo ich neue Leute herkriege, um diese Alps zu finden. Mhm. Wieso hast du die Alps so sehr? Warum? Ganz einfach. Die Alps sind so voller Elex, dass von ihrer Menschlichkeit nichts mehr übrig ist. Und Elex steht gegen alles, wofür wir stehen.
Das sieht man schon an ihren Konvertern. Ihr braucht ja auch das Elex. Wie emotionslos muss man geworden sein, um eine Maschine zu entwerfen, die Menschen, Tieren und Pflanzen ihr Elex entzieht. Die Alps zerstören die Natur. Das können wir nicht zulassen. Sie müssen alle sterben. Ihre Mutantenbrut eingeschlossen. Du bist ein verständnisvolles Kerlchen. Ich merke das. Gibt es auch etwas, was du nicht umbringen willst? Eine gute Frage. Da hinten, diese kleine Blume, die bringe ich nicht um. Ich frag mal, komm. Gibt es auch etwas, das du nicht umbringen willst? Blöde Frage. Unsere Gründerväter wussten schon, dass man verflucht vorsichtig sein muss, wem man Vertrauen schenkt. Sie haben uns gelehrt, dass unser Eins keiner Versuchung nachgeben darf, die außerhalb unserer Mauern auf uns wartet. Und sie taten gut daran. Schließlich haben sie als Erste miterlebt, was für abartige Züge die Technik beinhaltet. Jeder, der einen Mutanten zu Gesicht bekommen hat, kann das nicht leugnen. Für mich hört es sich fast so an, als würdest du die Alps um ihre Macht beneiden. Ha! Ein voll ausgebildeter Alp-Commander oder gar ein Elexitor mag ja ein mächtiger Mann sein. Aber ja. Die wahre Macht findest du nur im Siegeswillen und im Kampfgeist. Du siehst Schwert ist aber nicht auch so nicht aus, als hättest du die Kräfte eines Alp-Commanders, oder? Nein, aber mit der richtigen Menge Elex und der entsprechenden Ausrüstung. Wärst du nur ein weiterer Handlanger in der Reihe ihrer seelenlosen Marionetten. Ach, egal. Lassen wir das. Ja, kümmere genau. Dich besser um deine Kampfkraft. Es gibt viele Möglichkeiten, diesen Krieg zu gewinnen. Ein starkes Schwert, unsere ebenfalls sehr effektive Kampfmagie und ein starker Wille werden dich voranbringen, Freundchen. Aber Spinnerei gehört eindeutig nicht dazu. Du willst Alps jagen? Offensichtlich hast du ein gewisses Interesse daran. Meldest du dich etwa freiwillig nach ihnen zu suchen? Ich hab da einen auf meiner Liste. Dann nicht für einen Hungerlohn. Was bedeutet da immer Kampf 2? Heißt das, ich muss schon Kampf 2 haben? Oder ist es empfohlen? Also freiwillig. Und wenn. Also dem will ich jetzt nicht unbedingt helfen. Frag mal blöd. Und wenn dem so wäre? Dann hätte ich einige Informationen für dich. Als meine Männer überfallen wurden, haben scheinbar einige Kreaturen ihre Leichen herumgezerrt, sodass jetzt nicht mehr ganz eindeutig ist, wo es passierte. Ich konnte den Bereich auf 3 Orte eingrenzen, die sehr wahrscheinlich sind. Ich krieg eine Quest. Solltest du da vorbeikommen und du findest tatsächlich einige Blasshäute, dann erledige sie sofort, bevor sie wieder abziehen. Je mehr wir von ihnen erledigen, umso sicherer wird unsere Stadt. Genau. Und wo genau ist das? Wo genau soll ich nach deinen verschwundenen Männern suchen? Wenn du am großen Aufzug den Weg ins Tal der Verbannten nimmst, kommst du in eine alte Ruinenstätte mit vielen größeren Ruinen. Kannst du das irgendwie in einzeichnen? In diesen Ruinen könnten sie gewesen sein. Du solltest sie gründlich durchsuchen. Aber sei vorsichtig vor kriminellen Verbannten. Falls du meine Männer dort nicht findest, dann such die Ruinen am Roten Fluss ab. Möglicherweise hast du da Erfolg. Und der falls Rote da Fluss nicht, ist der Bereich westlich der Ruinenstätte. Bring mir was bei, wir fragen einfach nur mal, was er denn so kann. Lass mich mal kämpfen, ne? Er kann die Resistenzen. Okay, Strahlung, Feuer, Frost, Gift. Rüstung wäre interessant, da brauchen wir allerdings Überleben. Tiertrophäen. Guter Esser, bin ich schon. Brauche ich nicht zu lernen. Abenteurer. Zeig dir alle Teleporter auf der Karte an. Sowas brauchst du absolut nicht. Also dafür Punkte oder Kohle ausgeben, nee. Das kannst du ja selber raussuchen. Beziehungsweise eher forschen. Extra Hitpoints, das ist interessant. Ausdauer. Ja, interessante Sachen. Hier extra Hitpoints, sowas mag ich. Gerade am Anfang ist es, glaube ich, schlauer, dass man mehr aushält als austeilt. Wie groß ist das eigentlich? Rüstungsschmied, mein lieber Scholli. Finger weg von meiner Schmiede. Ich kann es nicht leiden, wenn Leute meine Hämmer durcheinander bringen. Jeden Tag bearbeite ich das Metall, um Waffen und Rüstungen für unsere Leute herzustellen. Sponserst du Abenteurer? Wenn das Werkzeug fehlt, wird es nichts mit der neuen Rüstung. Also ist man gut beraten, mich nicht unnötig von der Arbeit abzuhalten.
zu halten. Welche Vorteile bieten deine Rüstungen? Das will ich dir gerne erklären. Je nachdem, welchen Rang jemand bekleidet, empfiehlt es sich, eine bestimmte Rüstung anzulegen. Als Setzer sieht man sich schließlich mit anderen Herausforderungen konfrontiert. Ein Spiel für lange Winterabend auf jeden Fall, ja. Erzberserker. Nur ein Beispiel. Bei der Rüstung eines Setzers achte ich darauf, dass die Bewegungsfreiheit bei der Feldarbeit... erzählt er. Das Spiel ist ein Drittel größer als Gothic 2. Aber eine Kriegerrüstung muss im Kampf robust sein und größtmöglichen Schaden von ihrem Träger abwenden. Das waren jetzt aber auch so alles so Allgemeinplätze, die er abgearbeitet hat, ne? Wann kann man eine bessere Rüstung bei dir bekommen? Ich bin nur befugt, Rüstungen auszuhändigen, um die man sich verdient gemacht hat. Einem Setzer ist demnach nicht gestattet, die Rüstung eines Erzberserkers. Also du musst dann beitreten, dann musst du nicht hocharbeiten, also Ziel ist, in der Hierarchie, und dann kriegst du bessere Sachen. Dann tu etwas dafür. Können wir nicht einfach so jemanden, der eine Rüstung hat, umbieten und dann haben wir eine? Das zeig mir, was du mir herstellen kannst. Einfacher. Ich kaufe dir auch etwas ab, wenn du willst. Danke. Okay, Hornschwert. Oh, Schaden plus 40, geil. Aber ihr seht auch Stärke, Geschicklichkeit bei den Voraussetzungen. Es gibt Sockel. Es gibt Sockel. Okay. Gut. Es gibt Sockel. Schredder. Kriegsschwert, das hört sich gut an. Kriegsbogen. Kriegsschild haben wir noch gar nicht. Helm. 500. Naja gut, also ich gebe nicht mein ganzes Geld aus, nur für so einen blöden Helm. Werden wir schon irgendwas finden? Holzpfeile. Wenn ich dir die Pfeile verkaufe... Er nimmt aber keine Pfeile, ne? Knochen, Elektroschrott, Metallschrott, Hammer, Besen, Krug. Ein abgenutzter Krug aus Holz. Wert 2 Cent oder 2 C. Oder ist das Elix? Keine Ahnung. Credits. Klopapier. Also ich verkaufe noch nicht mal das Klopapier, weil es könnte ja sein, dass man das Klopapier vielleicht für irgendwas braucht. Damit meinte ich nicht, wenn man beim Kacken auf dem Thron sitzt. Das meine ich jetzt nicht. Hier, doch. Einfacher Holzpfeil. 1 Cent. Schrotpatrone. Standardmunition für alle Schrotflinten. Gut. Na, ihr beiden Hübschen. Krieche, Krieche. Was macht er hier? Er bettelt sich mit dem Ruhm. Na? Federvieh. Ist nicht wahr, oder? Ist nicht wahr, oder? Wer ist denn hier drin? Ich dachte, den Meisterchef haben wir unten schon gesehen. Der Tee will zu den Söldnern. Okay. 60 bis 100 Stunden. Also ich habe gehört, ich habe mir dieses... Wann war das? Da draußen sind sie wieder am Rumrotzen. Das ist ein ekliges Pack da. Da hat ja dieser von Piranha Bytes gesagt in einem Interview bei GameStar, wenn man nur die Hauptquest durchspielt und schnell macht zugeht, könnte man das auch in 40 Stunden machen. Normal wären so 60 Stunden. Das bedeutet für mich, vor allen Dingen, wenn ich im Stream das mache, kann ich mal locker noch die Hälfte draufsetzen. Insofern, ja, Pommes Boy, wenn ich dann auch meine Spielart mitnehme und das quatscht noch dazu, dann bin ich bestimmt bei 90 Stunden. Wow, das wären, wenn ich 4,5 Stunden Sessions mache, wären das 20 Tage. Nur mal so als... Ja. Das heißt, wenn ich noch ein bisschen mehr spiele, weil das ist ja jetzt nicht so anstrengend, das heißt nicht so anstrengend, aber ich muss nicht immer die volle Konzentration haben, wie bei World of Warships, wenn ich gegen andere Leute schieße und spiele. Also, da hast du, je nachdem, 10, 14 Tage,
Das ist Kriegerin, hallo? Na? Du hast hier nichts zu suchen. Ich hab doch gar nichts angegriffen. Was denn? Ich bin ganz friedlich. Boah, sind die Akku drauf. Können wir uns noch unterhalten? Dein Name ist schon mal gefallen. Ich weiß allerdings nicht, in welchem Zusammenhang. Insofern... Du bist schon der Dritte, der innerhalb kürzester Zeit unser Tor durchschritten hat. Es hat sich wohl herumgesprochen, dass wir den Alps erfolgreich die Stirn bieten konnten. Hoffentlich gehörst du nicht zu jenen, die Schwierigkeiten haben, sich unserer Lebensweise anzupassen. Ich werde dich deshalb im Auge behalten. Mhm. Soll ich dich kennen und was halt... Oh mein Gott. Der Name irgendwie, der fiel doch, glaube ich, schon, oder? Egal. So, Pommesboy sagt, du willst alles vom Spiel mitnehmen, 100 bis 120 Stunden. Oh. Naja. Könnte auch gut hinhauen. Ich befinde mich ja noch am Anfang. Also. Vor allem das Dorf ist hier so riesig. Also das ist das Einzige, was vielleicht... Naja gut, aber das ist typisch Piranha-Bite, ne? Die setzen dich irgendwo ab. Am Anfang wird nur mal ganz, ganz Mini-Tutorial und dann mach, was du willst. Hat Vorteile und Nachteile. Der Vorteil ist, du hast natürlich die absolute Freiheit. Man wird allerdings nicht so geführt. Also ich sag mal so, bei Witcher zum Beispiel war das sehr gut gelöst zwischen Freiheit und, naja, man wurde auch so in gewisse Quests auch oder Nebenquests links und rechts der Straße auch, die wurden einem mehr oder weniger, naja, aufs Auge gebunden. Muss man so zu formulieren. Hier ist es jetzt gerade so ein bisschen, weißt du, ich bin jetzt in dem Dorf und habe jetzt momentan nur Gespräche. Aber gut, so ist das nun mal. Sollte ich dich kennen? Was heißt das jetzt für mich? Ist beides nicht so schön. Was heißt das jetzt? Ja, okay. Und was heißt das jetzt für mich? Sagen wir einfach, ich habe immer ein recht genaues Bild von dem, was in Goliath vor sich geht. Also lass dich besser von deiner Vernunft leiten, statt irgendwelchen Versuchungen nachzugeben. Was ich dir auf jeden Fall mit auf den Weg geben möchte, ist, dass es klug von dir ja, wäre, ihr und eure Gesetze, ja. Achtest du meinen Ratschlag, werde ich mich erkenntlich zeigen. Handelst du ihm zuwider, wird es Konsequenzen haben. Wir haben schon genug Leute, die unsere Werte mit Geringschätzung strafen. Dabei ist es allein unserem Gesetz zu verdanken, dass wir bis jetzt überlebt haben. Meine Hingabe für das Gesetz ist mein Dienst an unserer Gemeinschaft. Aber was das meine Gesetz Treue ist, sichert das Wohl aller. Ah, da endlich erkläre ich, genau. Weil jetzt kommt endlich die Option, erklär mir das Gesetz. Weil bis jetzt immer so, Gesetz. Und damit ist jetzt nicht hier die Straßenverkehrsordnung gemeint. Das muss irgendwie ein großer moralischer Kodex sein. Aber so richtig erklärt hat es noch keiner. Ne? Super. So, erklär mir das Gesetz. Ich hoffe, ich kriege jetzt auch eine gescheite Antwort und nicht so, oh, unsere Väter, und deswegen haben wir überlebt. Wer das nicht beachtet, den murksen wir ab. Erklär mir das Gesetz. Hör gut zu. Ja. Erstens, falsche Lehren oder Gerüchte zu verbreiten, steht unter Strafe. Zweitens, die Nutzung von Technik ist verboten. Alles, was an Technik geborgen wird, ist beim Schlund in die Hände der Werker zu übergeben. Drittens, Setzlinge sind heilig. Okay. Sie zu zerstören oder sonst zu schädigen, das ist klar, ist strikt untersagt. Viertens, Mana darf nicht vergeudet werden. Hab ich nicht. Die Gewinnung ist schwierig und duldet keine Fehler. Fünftens, freien Menschen ist Schutz das zu gewähren. Ist... Immerhin. Zu guter Letzt weise ich dich darauf hin, dass nur Berechtigten der Handel erlaubt ist. Wenn du also auf der Suche nach nützlicher Ausrüstung bist, wirst du unsere Händler aufsuchen müssen. Gut. Okay. Zählt mein Jetpack hinten auch, mein Rocket Launcher Gürtel als Technik? Gut, also keine Technik benutzen, Setzlinge, keine Gerüchte verbreiten, kein Mana habe ich nicht. Gerade eben, okay, handeln, also kein
Schwarzmarkt oder mit... Schauen. Was passiert mit denen, die sich nicht daran halten? Gibt's da keine... gibt's keine Ausnahmen. Das kann ich dir auch so sagen. Schau dir den an. Ich glaube nicht, dass der mit sich verhandeln lässt. Und was mit denen passiert, die sich nicht daran halten? Ich glaube, du darfst dir noch nicht mal die Todesart aussuchen. Was passiert mit denen, die sich nicht daran halten? Die meisten werden verbannt. Oder erleiden den Tod. Wir können uns in dieser Hinsicht keine Schwäche erlauben. Wenn die Saat bereits faul ist, kann nichts Gutes daraus erwachsen. Wow, Kalenderblattspruch. Das ist schön. Was macht dich so sicher, dass das Gesetz unfehlbar ist? Ich glaube, die Frage möchte ich dem gar nicht stellen. Das ist so wie, du unterhältst ja auch nicht mit einem Rabbi, Muzin oder einem Priester, gehst du auch nicht hin. Vielleicht macht dich sicher, dass dein Glaube der richtige ist. Ne? Das ist so,